wieder, Blamethrown, heute mit einer neuen Let's Play-Folge, heute mit den Ford Mustang von 1986, also dem Ford Mustang SV. Oh, und wenn wir jetzt unter die Haube gucken, Leute, die jetzt schwaches Gemüt haben, die können jetzt abschalten, die anderen, die noch ganz stark noch sind, die mit mir leiten können, wir machen jetzt die Haube auf. Und unter der Haube steckt ein... Halt. Wir zählen jetzt mal die Zylinder nach. 1, 2. Ich glaube, ich zähle nur 4 Zylinder. Ja, wir haben einen 4 Zylinder an der Haube, einen sogenannten 2,3. Ja, ein 2,3 Liter 4 Zylinder Motor mit Turbo-Aufladung. Ja, Turbo aufgeladen. Jetzt werden wir auch nicht dieser Mustang, nicht der SVO, nicht dieser, der mit dem 4-Zylinder, das ist doch kein echter Mustang. Ja, und das kann man euch sagen, es ist trotzdem ein echter Mustang, der sogenannte Fox Body Mustang. Wir haben zwei Fox Body Mustang, den SVT Cupra, also den Cupra R, mit dem V8 und dann hier den SVO. Aber der SVO hat heute mal... den Rang heute, also hat heute mal den Vortritt, diesmal in dieser Let's Play Folge, und dann schauen wir in der nächsten Folge mal den Cobra, den anderen Fox Body Mustang. Aber wie ich schon sage, Ford Mustang der zweiten Generation hier, ja, von 1986, aber das spätere Modell, ja, halt, Mustang der zweiten Generation, über was spricht der Plane wieder, ja. Weil die Mustang der zweiten Generation hatte auch kleine Vierzylinder-Motoren. Und die Motoren waren vom Pinto. Und ja, und das ist hier der Mustang der dritten Generation. Und die hatten auch den Motor drin, aber deutlich besser und Turbo aufgeladen. Und ja, ich gehe mal für euch mal in die technischen Daten mal in den Motor rein. Wir haben... einen 2,3 Liter Reinvielzylinder Turbomotor. Ja, Klenks eingebaut mit sagen und schreiben 205 PS. Ja, 205 PS. Dementsprechend bringt er ordentlich Drehmoment 336 Newtonmeter. Dementsprechend auf 3000 Umdrehungen. Die ganze Kraft wird auf die Hinterachse weitergeleitet und dementsprechend mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe verwaltet. Aber wie bei den meisten Fahrzeugen aus der Zeit war, ist der 5. Gang so lang übersetzt, dass man theoretisch so schnell fahren kann, wie man will eigentlich. Aber ja, Top Speed liegt bei 215 km/h von 0 auf 100, also ja eigentlich von 0 auf 60 Meilen, hechtet der Wagen in 7,3 Sekunden. Ja, in 7,3 Sekunden hechtet der Wagen auf 100, also auf 60 Meilen. Auf 100 ein bisschen länger. Und das Fahrzeuggewicht liegt bei 1383 Kilogramm. Also Ford Mustang Fox Body. Also der SVO, der ist ja unter den Fox Body Mustangs nicht ein angehasster Wagen. Keiner mag den so richtig. Und ja, ich feiere solche sportlichen US-Fahrzeuge mit einem Vierzylinder-Motor und dann sind sie mir noch sympathischer und ich finde das Armaturenbrett halt cool. So war es ja bei Ford. So waren die 80s. Und ja. Also, es gibt Leute, die mögen das Armaturenbrett nicht. Ich finde es cool, das gehört ja zu den 80ern, das kantige Design, aber... passt eigentlich zu dem Wagen, genau wie der Heckspoiler. Irgendwie passt er zu dem. Also da kann man jetzt sich streiten, diesen Doppelheckspoiler. Das erinnert man sich so ein bisschen an den, also den Doppelheckspoiler am Ford Sierra RS Cosworth oder den Ford Escort RS Cosworth. Die haben ja auch diesen Doppelheckspoiler und ja, wenn der dritte da wäre, dann würde ich ja noch feiern. Dann hätte der Designer gewonnen. Aber ja. Aber das weiß ich jetzt sagen. Wir haben ja ein Vierzylinder Turbo, dementsprechend, ja. Also der Motor, also die Foxbody Plattform, ja, da, also der Motor, den kennt man ja auch noch aus anderen Ford-Modellen. Und wenn wir jetzt halt überlegen bei Ford, es gibt ja auch diese EcoBoost
Motoren. Aber ich wollte ja erst mal zum Thema Ford Foxbody. Ja, es ist eine Plattform. Also der Mustang ist auf einer Plattform gebaut wie der Ford Pinto. Und wer den Pinto kennt, der hat ja nur 4 Zylinder und eine Haube gehabt. Dementsprechend wollte man auch mal Sportlichkeit haben. Man hat auch die Pinto-Motoren dann auch im Mustang dann angeboten. Und es gab eine Reihe an Motoren. Es gab 4 Zylinder, 6 Zylinder und 8 Zylinder bei dem Foxbody. Aber jetzt muss ich euch was sagen. Von der reinen Performance her ist er mit 4 Zylinder sogar der bessere Mustang. Halt, Plane. Du scheinst jetzt völlig abzudrehen, was jetzt jeder denken. Ja, ich mein's aber wirklich so. Also, von den vier, also ich hätte auch gern, weil das ja ein typisches amerikanisches Muscle Car ist, auch ein V8 unter der Haube. Aber ein 4-Zylinder finde ich auch halt jetzt mal ganz cool. Und in einem Muscle Car, ja, und ist ja auch nichts Schlimmes, ein 4-Zylinder Turbo unter der Haube zu haben, des Foxbody Mustangs, SVO und Special Vehicle, ich weiß nicht, Office. Ja, kannst SVO stehen, dann, ja gut, SVT dann. Finde ich halt nicht schlimm. Und ja, wir haben ja auch den Cobra. Und wenn wir jetzt den Leistungsindex einmal von den beiden Fahrzeugen halt anschauen, besonders Handling 4,5. Das Handling, halt, zum Hersteller springen. Wie macht man das? Achtung. Ich springe mal zu dem Hersteller und ein Handlingswert von 4,5. Ja, warte mal, wo war ich denn? So, hat er auch das denselben Handling gesagt. Beide sind vom Handling gleich. Aber der SVT Cobra hat mehr Leistung. Hat einfach deutlich mehr Power. Aber ich bin halt nur mal gespannt, um wie viel er sich besser fährt. Der 4-Zylinder Mustang gegenüber dem SVT Cupra. Er, weil da hat ein V8 unter der Haube. Und wir haben einen 4-Zylinder unter der Haube. Beide sind fast vom selben Leistungsindex. Ja, SVT Cobra hat einen höheren Leistungsindex, ja, weil mehr Power unter der Haube, selbstverständlich. Und ja, dementsprechend fahren wir jetzt für heute den SVO Mustang mit dem Turbo-Vierzylinder-Motor auf die Teststrecke. Und am nächsten Let's Play kommt der SVT Cobra R. Und wir schauen mal, wer von beiden besseren ist. Dementsprechend erzähle ich euch noch ein bisschen was weiter, weil es gab ja auch noch Pakete und so und dies und das, jenes. Gab sogar als Mustang GT mit dem Motor. Also ich frage mich, was viele gegen diesen Mustang eigentlich haben. Ich habe ja eigentlich nichts gegen diesen Mustang. Ich find's halt mal eine schöne Abwechslung. Eine ganz, ganz schöne Abwechslung. Aber ja. Aber trotzdem, ich finde schon mal eine schöne Abwechslung, dass wir hier einen 4-Zylinder-Turbo haben. Wenn wir aber halt immer gucken, was für Motoren immer halt gab und ja, hast man auch den V8 halt vermisst und dementsprechend. Aber hätte ich den jetzt, ja, auch gern gehabt, den V8, den SVT Cobra haben wir ja mal gefahren, aber nicht seinen 14er-Kollegen noch nie. Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ja, der Klassiker. Lenkradproblem. Und ja. So, wickelt es sich andauernd um mein Lenkrad, das Kabel. Auch wenn ich nicht mehr dran bin. Egal. Ja. Also, ich mache hier mal einen Cut, weil ich habe gerade wieder das Klassiker. Das Lenkrad funktioniert nicht. Also, wir sehen uns gleich auf der Teststrecke. Wir springen dahin. Bis gleich. So, und dementsprechend sind wir jetzt auf der Teststreckenrunde. Und ja, ab geht's. Mustang, Foxbody, 4 Zylinder. Geschichte habe ich jetzt schon durchgekaut euch am Anfang. Dementsprechend habe ich mal meinen Informationszettel mal beiseite gelegt, also meinen Informationsbildschirm geschlossen.
Und wir fahren jetzt den Mustang. Mit 4 Zylindern. Und den Sound finde ich irgendwie geil. Und den Turbo hat man. Ich finde ja eigentlich geil, dass der Tacho nur bis 85 Meilen anzeigen kann. Aber kann ja höher gehen. Das ist das Interessanteste. Aber Amerikaner fährt ja nicht schneller. Es geht ja hier in den 80. Aber schon interessant. Also, aber wieso gab es diesen Vierzylinder-Mustang plötzlich? Ja, die Ölkrise in den 70ern, die hat ja schon einige amerikanische Fahrzeuge getroffen, sogar die Muscle Cars am härtesten, weil die haben große Verbrauchsmotoren, viel Hubraum und einen exorbitanten Benzinverbrauch. Verbrauch, sagen wir mal so, wenn man da sparsam gefahren ist, hat man locker 20 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht. Und ja, und ich glaube, man kam ja nur mit 200, 300 Kilometer ja, weit. Dementsprechend ja die Ölkrise. Dann wollten die Amerikaner sparsame und effizientere Fahrzeuge haben. Die Hersteller haben drauf gehört. Einige Hersteller haben einige Modelle komplett nicht mehr gebaut. Ford hat sich gedacht, wir bauen den Mustang trotzdem, aber halt mit einem effizienteren Motor. Und das ist ja daraus später jetzt hier entstanden, dann in den 80ern, mehr der SVO mit Turbo-Vierzylinder. Also darum gibt es auch den Mustang. Zwei, also drei Bombs hier im Spiel. Aber nicht. Das ist nicht der Grund, aber es wird trotzdem cool. Und jetzt bin ich mal still, weil es geht auf die schnelle Runde. Mit dem Vierzylinder Mustang. So, jetzt noch die letzte Kurve.
dann auch Tempo verringern, wenn man halt zu früh runterschaltet. Auch wenn es der Motor gar nicht mal manchmal auch auseinanderfliegen kann. Aber dementsprechend schauen wir mal hier unten Zeit an. Eine Minute 15:053. Also die Runde finde ich sehr angenehm. Und sag vom Handling, von der Bremse gut und vom Handling auch. Also ich sag mal so, von Grip her passt der Wagen, weil erstens, da hat ja nicht unberechnet viel Power mit 203 PS unter der Haube. Zweitens, er kriegt die Leistung problemlos auf die Hinterachse angetrieben und der Wagen fährt sich sehr ausgeglichen. Also es fährt sich so gut. Also Mustang halt, der lässt sich leicht fahren. Also er tut ein bisschen untersteuern, aber ist mehr, wenn man ein bisschen übertreibt, tut er auch wie auch übersteuern. Also ein sehr ausgeglichenes Fahrverhalten hat er. Und sportliches Fahrverhalten, also die haben ja auch nicht so viel Gewicht auf der Vorderachse wie bei anderen Fahrzeugen, weil mit solchen V8-Motoren unter der Haube. Wir werden ja den SVT Cupra ja in der nächsten Let's Play-Folge dann fahren und wir sehen dann mal, ob das halt ein Nachteil ist, den Vierzylinder-Motor drin zu haben, oder ein Vorteil. Weil ich sehe den Vierzylinder-Motor im Handling eher als Vorteil, den Vierzylinder-Motor vorne zu haben, als im V8, weil gewichtstechnisch erstens tun wir ja nicht so stark untersteuern und gewichtsverteilungsmäßig auch. Also ich finde den Vierzylinder-Turbo hier eher als Vorteil im Handling. Im Handling, eher in der im Handling. Und ja, wir schauen mal jetzt, wie er Top-Speed-mäßig ja hier sich schlägt, weil wir haben ja Geraden, einige Geraden und flotte Strecken. Wir wollen mal den auf 200 treiben, den Mustang. Heute gibt's auch eine Let's Play-Folge. Ein Livestream meinte ich. Ein Livestream. Heute gibt's einen Livestream auch heute. Mal schauen. Ja, heute mit Meisterschaften, die ich gar nicht mag. Eigentlich geht's wirklich schnell alles vorangehen, aber driften will ich nicht. Ich werde mal versuchen, diese Driftaufgaben nicht zu machen, weil ich Driften hasse. Gut, wer ein bisschen driften kann, der kann's, aber seit der... Also ich will jetzt nichts gegen das Driften hier sagen. Also das Driften ist jetzt im Vorderreifen 5 leichter als im 4. Mit Lenkrad. Und das schon mal vorweg zu sagen. Also Driften fällt hier, ist einfach zu kontrollieren, hier das Driften als in anderen Teilen. Aber jetzt sehen wir es mal so. Aber um ein bisschen weiter hinzugehen, wieso Ford ja auch gegangen ist mit Turbomotoren ja unter der Haube bei den Muscle Cars. Ja, es gab bei den Muscle Cars ja eine sehr große Motorenauswahl seit den 70er, Ende 70er und Anfang 80er plötzlich. Plötzlich haben Muscle Cars in der Zeit, die späteren, nicht nur V8-Motoren gehabt, sondern V6-Turbomotoren und ein Vierzylinder-Turbomotor an der Haube. Also das wird dann sehr interessant von der Performance her. Ja, wir haben sogar Buick, also wir haben sogar den Buick Regal. Der hat einen V6-Turbo und der ist auch einer der Fahrzeuge, der quasi auch die Ölkrise plötzlich mit kleineren Motoren dann ankam. Und die haben ja auch als erstes dann auch damit angefangen, kleinere Motoren einzubauen und Turbo aufgeladen. Und ja, die Fahrzeuge sind ja auch sportlich. Und das ist so halt die Konkurrenten des Ford Mustangs SVO. Den gab es ja auch mit 6-Zylinder auf dem Ford Mustang. Aber als noch sportliche Variante ist der 6- und 4-Zylinder hier am sportlichsten. Aber Power ist ja doch nicht zu ersetzen. Dementsprechend ja. Wenn wir auch den SVT Cobra auffahren und schauen, wer der schnellere ist, trotz höherem Leistungsindex, der Akku Fox Body Mustang hat.
Und ihr merkt, jetzt fahrt ihr Mustang Fox Body mit Vierzylinder und da lässt sich richtig gut driften. Und der Motor, Vierzylinder, Motorensound, den finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob der eine Sound noch dazu gehört. Aber es hat so ein bisschen wie unbedingt Lauf eines Vierzylinders, aber es macht den hier jetzt sympathisch halt. Mal schauen. Ja, er macht mich halt hier sympathisch, der Wagen. Der Wagen ist jetzt sympathisch mit dem Motorsound geworden hier. Er fährt sich richtig angenehm. Und ihr merkt, ich fahre heute wieder ein Auto komplett Serie. Und schaut mal auf den Dach hoch. Ich bin außerhalb der Beschriftzeile jetzt drüber. Ja, also 85 Meilen mehr nicht, das ist Schluss. Aber er fährt auf der Rennstrecke maximal 85 Meilen. Bewerten. Mustang-Fahrer mit Ecke? Ich glaube nicht. Und ja, wir haben ja bewiesen, dass wir ja schneller sind als alle anderen. Und ja, so. Hey, mi amigo! Bist du hier, um meine Straßenracer zu besiegen oder um mit diesen ultimativen Fähigkeitsketten anzugeben? Die haben sie umgehauen. Jung, wenn ich einen Vierzylinder-Mustang fahre, dann haut's jeden um. Okay, so bin ich mal gespannt. Eieiei, ja, Horizon-Parade. Wird interessant. Also wir werden einen interessanten Livestream haben. Wir werden sogar das Paradefahrzeug fahren. Also dieses auf das Rennen freut mich eher aufs Paradefahrzeug trotzdem. Auch wenn es hier nur noch Standrennen sind. Also Standherausforderung. Ist mir dieses Paraderennen mit dem Piata oder Pinata Festwagen am coolsten. Werde ich schon gleich finden. Auch wenn ich es auch nicht gefahren habe. Also Pinata Festwagen, Rennen zu fahren gegen andere Pinata Festwagen. Ach, das wird ein Späßchen heute im Livestream. Pinatas! Ja, ich freue mich schon auf das Event heute. Also auf die Rennen. Also zumindest auf die ganz wenigen Rennen. Ja, da an die Stand. Ja, bis auf Driften mache ich fast. Ja. Außer Driften. Das ist halt. Ja. Ah, es gibt ja immer die Möglichkeiten, irgendwie außerhalb vom Driften zu bleiben. Da haben wir heute dann mehr Multiplayer-Events heute zu machen. Als, ja. Naja, schauen wir mal. Und der Endstand der Horizon Cup, also Horizon Cups, Forza Cups, steht ja fest, welches Land gewonnen hat. Und ist auf Platz 2 Frankreich. Dementsprechend hat Frankreich stark aufgeholt. Sehr stark aufgeholt. Und ja, vor Deutschland. Und Japan, ja, könnten wir jetzt sagen. Japan war ja doch klar. Auf dem ersten Platz. Wie immer. So, wir sprinten erstmal auf 100. Hyunjin Ikril. Und jetzt kommen wir auf die 85 Meilen. Jetzt wird nichts mehr beziffert. Jetzt müssen wir raten. Also ein bisschen zu schnell unterwegs auf Tacho. Und trotzdem marschiert der Wagen, trotzdem, als wäre der rote Bereich halt sein Lieblingsbereich. Ja, wir fahren den vierten Gang der Geschwindigkeit schon eigentlich. Ja, da zieht ja eigentlich gut, es geht ja bergab.
Genau. Nachdem dann fahren wir das Background nach dem Background ist wieder Schluss für heute. Ja, das haben wir ja wieder richtig angeht heute. Ja, da zeigt heute wieder die 200 an die Tacho. Ja, das muss schon sagen, er ist sehr performant. Wir können jetzt mit den deutlich stärkeren Fahrzeugen, die Wärts in den Namen und Trophy sucht, sehr gut mithalten. Auch wenn uns bei Thema Hubraum und Power was fehlt. Dann haben wir auch 2,3 Liter Hubraum. Und das ist schon ein richtig fetter Vierzylinder unter der Haube, weil früher waren es ja, die meisten Vierzylinder hatten auch schon ordentlich Hubraum gehabt, aber wenn ich jetzt mal überlege, 230 PS, die Motorleistung, die er halt erbringt, wenn ich jetzt überlege, andere Fahrzeuge haben ja deutlich mehr aus dem 1 und 2 Liter Turbo aus der Zeit noch rausgeholt. Noch mehr. Und Ford sagt, ja, 203 PS holen wir jetzt mal raus. Das ist, wenn ich jetzt halt mit vergleichbaren Fahrzeugen aus der Zeit gehe. Die haben ja... Boah. Die waren auch so noch human mit der Motorleistung und mit der Turboaufladung. Aber das ist ja sehr human. Viel Hubraum. In einem Vierzylinder und 203 PS nur aufzuholen, das ist ja auch sehr standfest. Und die V8 Motoren, ja, da hatte man 150 PS und 7 Liter, 5 Liter Hubraum. Also das war so standfest, dass die Autos halt ja nur, du kommst nur zum Ölwechseln, mehr nicht, und fährst wieder weiter. So standfest waren das die Leistung halt. Also wenn du 4 Liter V8 hast, 150 PS, da kannst du locker mal zu. Ja, mach mal 100 PS drauf, dann hält es immer noch. Ist er noch standfest genug. Also, die waren ja halt nicht hoch drin, die V8-Motoren. Und wieso komme ich jetzt auf ein Thema auf Haltbarkeit und V8 und Hubraum und Leistung? Ach ja, wegen dem Vierzylinder Turbo, der nur 203 PS hat und 2,3 Liter Hubraum, der Vierzylinder hat. Wie ich mich irgendwie mich auf das Thema halte hier festsetze. Ja. In den 70ern hat sie ja auch angefangen, die später ja mit dem Mustang 3 auch die dritte Bremsleuchte einzuführen. Ja. Und ja, auch eine dritte Bremsleuchte. Das hat nicht jeder, aber. Dass mich hier da noch nicht hatte, eine 80er dritte Bremsleuchte, und da muss dann hatte es dann. Ja, ich sag mal so, einer hat verklagt, plötzlich gab es bei allen US-Fahrzeugen Pflicht, die dritte Bremsleuchte einzuführen. Dementsprechend haben die auch die dritte Bremsleuchte. Eine US-amerikanische Erfindung, die dritte Bremsleuchte. Ach, wenn ich jetzt nicht früher auf die Idee gekommen wäre, noch eine dritte Bremsleuchte einzuführen, ja, da hätte ich cool verdient. Da hätte ich richtig cool verdient. Da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich hätte schon eine Kohle verdient damit. Na, schauen wir mal. Bergrennen, das müsste jetzt hier für den Mustang hier besser passen, wegen seinem Vierzylinder, Turbomotor. Weil sich ja hier die Sauger nicht schwer tun. Je dünner die Luft, desto weniger Leistung. Hier beim Turbo wird ja selbst geschaut, da wird ja der Leistungsverlust noch kleiner gehalten. Wird halt der alter Ladefunktion noch gleich gehalten. Die Leistung fällt schon wesentlich später ab.
Ja, wir holen auch den Impala ein. Langsam. Ja, wenn sie ja hier jetzt erstmal mit seinem Kuh kommen, ist ja schon auf der Kuh kommen. Wir haben uns sehr gutes Handling. Und wie der Turbolader pfeift, das finde ich auch richtig cool. Wir sind ja sehr schnell fahren wir um die Kurven. Wir holen ja den Impala sogar dabei ein. Also die Truppe. Also wird das Rennen heute nicht gewinnen, aber. Ja, diese Gruppe interessanterweise schon immer mehr leer ein. Ja, die Kurven kommen hier dem Vierzylinder-Muster hier zugute. Und ich bleib hier auf dem Pinsel stehen. Jetzt lohnt sich hier den vierten Gang zu gehen. Hat sich doch nicht gelohnt. Der Schaltschaden ist auch völlig in Ordnung. Und wir sehen uns jetzt gleich auf der Rückseite-Tabelle. Also bis gleich. Und auf der Rückseite-Tabelle steht der Mustang SVO Schwissen. Ja, das hat mich jetzt verwundert. Vorm Skyline. Er ist sogar flotter als Nissan Skyline. Und ja. GTSR, auch ein Auto aus den 80ern. Und ja, da beweist ein US-Fahrzeug einen Japaner, dass er besser kann. Mit einem Vierzylinder. Da werden die Japaner sich im Grund und Boden schämen. Die haben mit ihrem Sechszylinder-Turbo aufgeladenen Skyline gegen einen Turbo aufgeladenen Vierzylinder US-Fahrzeug verloren auf der Teststrecke im Handling. Also, ja, im Handling hat der Mustang sehr richtig bewiesen, dass er Power hat. Und ja, wir schauen wir mal, welche Fahrzeuge noch in seinem Bereich liegen eigentlich vom Alter her. Wir sind ja deutlich schneller als der Mercury Spoiler, aber haben wir irgendwas mit Pontiac? Nee, war da oben haben wir glaube ich nichts mehr mit. Gut, der MG, unten hin. Ford Crown Victoria, der hätte in Schwarz, guckt auch in Schwarz. Der Pontiac Firebird, der würde noch gerade so mithalten und. Ja, also vom Fahrperformance her ist der Mustang her wie ein Nissan. Sportlich, effizient und schnell. Und dementsprechend verabschiede ich mich bei der Folge. Wir sehen uns heute im Livestream, also bis später um 15 Uhr.